So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Im letzten Part haben wir Angriff der Klonkrieger im Story-Modus abgeschlossen und nun geht es in Episode 3, die Rache der Sith. Das TH und ich werden keine Freunde mehr, aber wir gehen in das erste Kapitel, welche Schlacht über Coruscant heißt. Wunderschön. Ach ja. Na komm, Episode 3, die Rache der Sith. Ja, die Sith. Kapitel 1. Schlacht über Coruscant heißt das ganze Level und der Fließtext. Während die Truppen der Republik verzweifelt gegen die Armee der Separatisten unter der Führung von Count Dooku und General Grievous kämpfen, entführen die Separatisten auf Coruscant Kanzler Palpatine. Als die Droidenarmee mit ihrer Geißel flieht, organisieren Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker eine waghalsige Befreiungsaktion, um den Kanzler zu retten. Na dann. Was geschieht hier, wenn der Kanzler hier entführt wird, was wahrscheinlich überhaupt nicht geplant wird oder geplant ist? Naja, und bei General Grievous oder Grievous, weiß ich nie, wie man ihn aussprechen soll, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. Ich wusste nur, dass er einer meiner Lieblingscharaktere aus dem dritten Teil ist, weil, ja, ne? Vier Lichtschwerter und, ja. Außerdem gibt's einen interessanten Rapper, also Neo Unleashed, der ist halt, ach, das ist gleich wieder am Flugzeuglevel, wusste ich gar nicht mehr. Na Gott. Bitte nicht. Ich kann auch schießen, ne? Ja, kann ich. Oh, Flugzeuglevel, wie ich sie liebe, nicht. Aber ist okay. Ist hier zumindest leichter, den Minikits auszuweichen, als, als davor das Level, ne? Wo ich sehr, ein klein wenig ausgerastet und verzweifelt bin. Hier mit der Kanonenboot-Kavallerie. Das war aber auch schrecklich. War unglaublich schrecklich. Möchte ich nie wieder spielen. So, das müsste man, glaube ich, aufschießen, ne? Damit wir hier weiterkommen? Fragezeichen. Hilfe. Glaubt, das wird nichts. Und gegen geflogen. Und der Wilhelmschrei. Juhu. Damit wir den auch mal gehört haben, ne? Muss ja sein. Der altbekannte Wilhelmschrei. Und oh Gott, das invertierte Steuerung. Oh mein Gott. So oft der Wilhelmschrei. Ist der eigentlich auch lizenziert? Weiß ich gar nicht. Man müsste eigentlich, also, mittlerweile sieht das YouTuber, glaube ich, eh nicht mehr so eng mit den lizenzierten Scheiß hier, weil beispielsweise hier auf meine Videos ist ja gar nicht so und da, durch diese GEMA-Wegfallgebühren, bla bla bla, es könnte höchstens ab und zu mal irgendwelche Musikstücke sein, die halt wirklich von den Künstlern dann so gemacht wurden, dass sie Content-ID-Treffer erzielen, aber passiert relativ selten. Ist halt höchstens mal bei Beats oder sowas so, also so bei Rap-Beats oder allgemeinen Instrumentalstücken so für Songs oder sowas ist das häufiger mal der Fall, aber ja, ne? Das haben wir ja hier nicht in dem Fall. Bei A an sich so sollte nicht großartig was passieren. Ich meine, es gibt ja auch englische YouTuber oder amerikanische, weiß ich nicht, hier diese Pack Attack, die laden das ja alles ohne Commentary hoch, die machen ja Walkthroughs und da hört man ja eigentlich auch alles an Musik und so zu den ganzen Teilen, aber wer weiß. Wer weiß. Naja. Obwohl, die haben damals, glaube ich, schon früher angefangen. Also, ich glaube, die haben wahrscheinlich auch so Rechte dazu oder haben gefragt, ob sie die Rechte dazu bekommen oder so ein Kram. Ist ja auch wurscht. Hauptsache, uns passiert nichts. Sollte aber auch eigentlich nicht. Ich passe da schon auf, dass uns hoffentlich nichts passiert. Ganz, ganz hoffentlich. Boah, ne? Hier haben wir wieder so ein. Ist eigentlich ein relativ leichtes Level, ohne Minikits einzusammeln, weil eigentlich nicht groß was passieren kann, wenn man nicht gerade spielt wie der letzte Depp. Was ich ja nicht tue. Okay, hier könnte es jetzt ein bisschen schwieriger werden, auszuweichen. Aber, ja, auch nicht das Ding, ne? Auch nicht das Ding, du. Sind wir gleich durch? Weiß gar nicht, wie lange dieses Level hier ging. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das nächste Level dann war. Wahrscheinlich irgendwie die Befreiung von dem Kanzler. Keine Ahnung mehr, um ehrlich zu sein. Ach ja, da ist ein roter Stein. Die gibt es natürlich auch in den Leveln, aber sammeln wir auch alles erst später ein, natürlich. Ist okay. Setzt den Wilhelmschrei ein und alles wird gut. Eigentlich nicht so, aber ist okay. Solange ich nicht schießen darf, solange ich hier nicht schießen darf, sind alle Fluglevel ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich will es halt nicht riskieren zu schießen, ne? Weil ansonsten erwischt man noch irgendwie Minikit und bäh.
Das beschreibt die Gefühlslage, die ich gerade verfolge, ganz gut. Bäh, einfach nur bäh. Genau. Oder das. Bäh. Scheiß Wilhelm-Schrei. Ich finde den eigentlich nicht scheiße, weil er ist halt so overused. Also gut, ist ja auch bewusst gewählt von dem Filmstil. Ich weiß gar nicht, warum der so erfolgreich wurde, gerade dieser Schrei. Ich meine, der ist ja in zigtausend Filmen geführt, also in hunderten von Filmen. Ich weiß nicht, warum der so beliebt ist, aber ich finde es toll, dass sie den zumindest hier in dem Lego-Spiel eingebaut haben. Ich glaube, später haben sie das nicht mehr machen können oder machen dürfen. Vorhin gibt es jetzt auch vielen Filmen auch ab und zu Abwandlungen, gerade so Indiana Jones und Star Wars haben natürlich sau oft darauf zugegriffen, aber naja. Jedi Starfighter gelb, toll. Und Jedi Starfighter rot, noch toller. Wunderschön, wir sind kein wahrer Jedi, das ist gut so. Wir haben ein paar Stats und wir erhalten einen goldenen Stein und wir setzen einfach mal die Story fort und spielen dann das zweite Level der Rache des aus die Rache der Sith, wo ich jetzt auch nicht weiß, welches das sein könnte. Wir befinden uns immer noch in Episode 3 nach wie vor. Immer noch nach wie vor die Rache der Sith heißt, sind aber in Kapitel 2. Der heißt der Kanzler in Gefahr. Der Kanzler ist die Gefahr. Hoch über dem Planeten Coruscant liefern sich die Separatisten eine heftige Raumschlacht mit den Truppen der Republik. Auf dem Flaggschiff der Separatisten halten Count Dooku und General Grievous Kanzler Palpatine gefangen. Nach ihrer Landung im Haupthangar des Schiffs stehen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker einer Übermacht feindlicher Droiden gegenüber. Oh nein, das klingt da sehr fatal. Schön, wie gerade einfach keine Musik manchmal kommt. Nicht, aber das habe ich auch sehr oft bei Lego-Spielen, dass das einfach mal die Musik ausgesetzt ist. Hallo Grievous. Hallo Herr General. Ich möchte Sie nicht weiter belästigen, ich möchte Sie nur töten. Ist das in Ordnung für Sie? Ich finde auch, der sah mal sehr, sehr komisch unter seiner Maske aus, als wenn man konnte ja so bei seinen Augen durch die Maske gucken. Der sah irgendwie so fleischig aus, also ich will nicht menschlich sagen, aber halt irgendwie so eine Art von Fleisch hat er halt unter seiner Maske getragen. Das sah sehr strange aus, weil irgendwie, das ist ja ein Droide, also beziehungsweise ein Roboter eigentlich. Daher sah das sehr, sehr, sehr merkwürdig aus. Da oben ist ein Minikit und hier unten geht's zu Droiden, zu weiteren. Das ist gut. Man muss sich an Jim Carrey denken, wenn ich gut sage. Naja, hier von Bruce Allmächtig beispielsweise hat er das. Er macht das eigentlich allgemein für oft, glaube ich, dieses gut. Aber ich glaube, in Bruce Allmächtig, ich weiß nicht, ob es in Bruce Allmächtig nur vorkam oder auch in anderen Filmen, aber. Ja, Jim Carrey ist ja dafür bekannt, einmal für seine komischen Ausdrücke und also seine Gesichtsausdrücke und für sein gut oder seine. Zumindest hier. Stimmlage von dem Synchronsprecher ist teilweise doch schon sehr prägnant, wie ich finde. Aber naja. Wie immer sein. Warum rede ich eigentlich über Jim Carrey, wenn wir Star Wars spielen? Ach, ist doch auch wurscht. So, und wo ging es weiter? Ging es hier weiter oder ging es dort weiter? Ich gehe einfach mal hier entlang und gehe nicht zu weit, da ich Angst habe. Hallo. Ja, okay, hier ging es weiter. Gut zu wissen, beim anderen hat es eventuell ein Minikit gegeben, was wir nicht gewollt hätten. Von daher, alles prima. Alles Primissimo. Primissimo, ist das nicht eine. Ne, Cremissimo hieß die. Eisfirma. Cremissimo. Ja, stimmt. Genau. Ja, und so eine Eisfirma. Weiß ich auch nicht, ob das Eis von denen gut ist oder nicht. Obwohl, ich glaube doch, von denen habe ich schon ein, zwei Mal Eis gegessen, aber. Ja, ist halt Eis, ne? Nichts Besonderes, nicht der Rede wert, sage ich mal. Ich weiß nicht, ich finde sowieso so Markeneis nicht so. Hey, krass, Markeneis schmeckt so super besonders. Ich kann nur noch Markeneis essen. Nö, das finde ich eigentlich nicht. Ich finde hier sogar manchmal das so billiges Eis, also so No-Name-Markeneis von Gut und Günstig oder sowas, manchmal sogar viel leckerer als so normales Eis. Ich weiß auch nicht. Ich finde beispielsweise Erdbeereis. Erdbeereis schmeckt mir meistens nur von günstigen Marken, weil ich mag. Ich weiß nicht, ich mag Eis nicht mit Stückchen drin. Also wenn ich Eis mit Stückchen haben will, dann gehe ich in eine Dingesbums, eine Eisdiele und bestelle mir da irgendwie einen Eisbecher mit Früchten oder sowas. Oder man geht einfach zu uns in den Laden. Also ich mache ja einen Nebenjob in einer
in der Frozen Joghurt Eisladen und Creperie sozusagen. Ja, ne? Da gibt es hervorragendes Eis. Wo das ist, werdet ihr niemals herausfinden, aber wahrscheinlich lebt auch keiner von euch dort, wo ich meine Arbeit habe. Will ich hoffen. Ich will keinen von euch sehen in meinem privaten Leben. Höchstens auf der Gamescom oder sowas. Nein, nein. Ja. Ne? Danke. Wollte gerade sagen, kannst du hier mal bitte die Biege machen? Dankeschön. Das ist sehr herzhaft, sehr allerliebst von dir. Herzhaft, genau, ja. Oder was, irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, Eis so, weiß nicht, ich mag so Eis mit Stückchen nicht, gerade so Erdbeereis oder allgemein so, ich wollte gerade Gemüseeis sagen, Fruchteis irgendwie, hat meistens so große Stückchen drin irgendwie in den, in ihren Eissorten. Ich weiß nicht, mag das einfach nicht. Gibt natürlich auch Leute, die das gerade feiern, aber ist vielleicht auch ein Zeichen von Qualität, aber vor allem schmecken die auch immer so künstlich oder so. Ich bin allgemein so, dass ich irgendwie so, wenn etwas so verarbeitet ist, dass es eigentlich keine Stückchen enthalten sollte, wie Joghurt oder sowas, oder halt auch Orangensaft oder sowas, oder Saft mit Fruchtfleisch oder so, das kann ich gar nicht leiden. Ich weiß nicht. So, kill ihn. Fein gemacht. Ach ja, jetzt schließt sich Palpatine uns an. Oder wie war das? Bisschen beiseite gehen, weil ich nicht mehr ganz weiß, wie es genau war hier mit dem Entkommen. Einfach hier entlang, ne? Naja, einfach auf dem Weg zurück, den wir gekommen sind oder so ähnlich. So irgendwas in die Richtung. Einfach zurück wandern. Und ach ja, naja, hier muss ich jetzt wieder aufpassen, dass ich nichts einsammle, was ich nicht haben will. Was durchaus passieren kann in dem Abschnitt, weil, ja, ihr seht es ja selbst, man hat keinen wirklichen Blick leider nach vorne. Was natürlich teilweise verhängnisvoll werden könnte für jemanden, der nichts einsammeln möchte. Da ist der rote Stein. Den merken wir uns schon mal für später. Okay, hier ist kein Minikit gewesen soweit. Gut zu wissen. Ja, das, den Rest kann man sich später holen. Brauchen wir jetzt nicht extra zurückgehen. Genau. Zurück zum Eis, oder ja. Ja, nee, das Eisthema war jetzt abgehakt. Mögt ihr Eis so mit Stückchen oder seid ihr genauso wie ich, dass ihr das irgendwie gar nicht so mögt? Also, viele mögen das, aber ich kann dem nichts abgewinnen. Ich weiß auch nicht wieso, aber jeder hat seine eigenen Geschmacksvorstellungen, sage ich mal. Ne? So, er muss doch hier durchkommen, ganz simpel. Dann kann er das Gas hier ausschalten, was auch immer dort austritt. Ich will es gar nicht so genau wissen, glaube ich. Ganz egal. Es muss ausgemacht werden. Okay, da gibt es ein Minikit, das wir aber nicht haben wollen. Von daher gehen wir einfach weiter. So, R2, komm mal her. Hallo R2. R2? R2? Wo bist du? Hallo? Achso. Ja, ich sehe. Ich sehe das Problem. So, dann kommt mal mit. Jetzt könnt ihr aber bitte hinterherkommen, meine Freunde. Bitte, bitte. Komm her, R2. R2 sagte ich. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, das Level abgeschlossen. Glaube ich. Ich glaube, Obi-Wan verfolgt gleich Grievous und wir bleiben hier irgendwie und beschützen den. Ja, da sieht man es auch. In der Lego-Fassung sieht man sogar auch, dass dieses Fleischige um seine Augen, ich weiß nicht, das sieht so falsch aus einfach. Müssen wir noch Grievous ein bisschen besiegen oder verfolgen? Nee. Kommt nichts mehr, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Doch, da kommt noch was. Okay. Auch so ein, wieder so ein relativ langes Level. Aber ich mag die Grievous-Wachen irgendwie. Die sind halt mega stark eigentlich. Die haben halt irgendwie was. Sind halt ultra nervig, aber auch sehr stark. Dafür. Noch nerviger als Droidika, muss man sagen. Aber ist okay. Müssten sie auch wahrscheinlich sein, wenn sie so ein wie General, wie den General bewachen. Genau. Sind fast wie die hier die roten Typen am Ende von bei Darth Vader hier. Bei dem Imperator, die roten Wachen hier, ich weiß nicht, wie die heißen, imperiale Wachen, glaube ich, einfach nur oder sowas. Auf jeden Fall die. Ihr wisst schon, welche ich meine, denke ich mal.
So, legen wir die Hebel um und machen uns vom Acker. Kommt gleich eine Regrievous? Das ist eine Regrievous der Welt. Also für euch dann im nächsten Part, für mich dann gleich. Weiß ich gar nicht. Ich werde es auf jeden Fall heute noch spielen. Ich mag das Shiny Regrievous Level eigentlich ganz gerne. Weil es ein bisschen Abwechslung ist, oder kommt erst Kashyyyk? Weiß ich gar nicht. Sehen wir gleich. Eins von beiden kommt erstmal. Ist ja auch egal. Wir haben das Level abgeschlossen und das freie Spiel freigeschaltet. Wunderschön. Obi-Wan Kenobi, Episode 3 haben wir freigeschaltet. Anakin Skywalker als Jedi natürlich. Den Kanzler Palpatine haben wir auch. Noch wen? Nö, das war's. Gut, wahre Jedi sind wir nicht. Steine gesammelt haben wir ein paar. Und ein goldenes Steinchen gibt's für uns. Aber wir gehen jetzt zurück in die Kantina. Denn wir beenden gleich den Part. Und setzen das Ganze dann im nächsten Part fort. Dann müsste der General Grievous Level, glaube ich, auf uns zukommen. Oder der Kampf um Kashyyyk. Eins von beiden. Ah ja, General Grievous, dann müsste das Kampf um Kashyyyk sein. Dann das Order 66 Level und hier der Feuerplanet. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ich sage Tschüssikowski, euer Flass TV, möge die Macht mit euch sein. Bye, bye.